Sieht so aus, als müsste ich wieder mittendrin cutten. Tut mir leid, Leute. We're all wounded and tired. Let's go back to Meltokio for now. I agree. Salus isn't looking very good either. Is that all right with you, Lloyd? Okay, ich mache hier einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Falsche Taste. Wo war ich? Eingang zu. Genau, wer ist Esther? Ja, wir werden auch noch hinter den Namen Esther später kommen. Hey, cool, eine coole Tour. Wer dreht das vor? Ach ja, übrigens, Steinbahn. Granitring. Verringert den TP-Verbrauch um 20%. Ja, das ist eigentlich nicht so schlecht. Erdwiderstand werde ich bald brauchen, deswegen hebe ich mir das auf. Und da ich so oder so ein TP-Verschwender bin, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Steinbahn. Verringert die zum Zaubern benötigte. Ja, aber es geht nicht zweimal, das weiß ich. Ja, wieso nicht? Was haben wir hier? Nichts, okay. Virusband. Aber gibt es noch andere Ausrüstungsgegenstände? Ah, ja, genau. Gottes Gnadentum. Erhöht den P-Angriff bei mir um einiges. Und mit um einiges meine ich um einiges. Und Objekt Pro zusätzlich auch noch. Das heißt, alle Objekte, die ich verwende, sind sowas von derbe übertrieben gut. Für sie habe ich, glaube ich, nichts noch. Ja, was machen wir? Das heißt, wir können hier hinausgehen. Wo geht's hier hinaus? Gottverdammte Scheiße. Wo geht... Soll ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen? Ach, ja, okay. Soll mir recht sein. Ich habe eh nichts Besseres zu tun. Okay, ich denke aber, dass ich nicht alles aufnehmen werde, bis ich wieder draußen bin. Das heißt, Leute, wir sehen uns gleich wieder draußen. Okay, ich bin ganz kurz hier mit einem kleinen Kampf mit einer Truhe, die ich verpasst habe, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt keine Lust, dazu zu gehen. Und ihr seht hier jetzt die Krone. Und ihr seht auch meinen neuen Angriff. Der um einiges stärker ist. Ihr seht, ich hau jetzt nur noch mit 1000er Schaden drauf. Bis 2000 sogar schon fast. Ja, das ist schon mal enorm. Der Unterschied. Ja, und hier ist die Truhe gewesen. Hexenhandschuhe, die hätte ich mir vorhin schon anlegen können. Mit Malta. Und die sind eigentlich nicht gar nicht so schlecht. Tarnung, das ist schön, ja. Kann ich gebrauchen. Und ich schätze, wir haben jetzt dieses neue Item auf dem Kopf und wir sind Level weiß nicht was, gestiegen. Alles mögliche. Wieso probieren wir es nicht an ein paar Monster aus, die wir encountern, während wir versuchen rauszugehen und nicht verfolgt werden? Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ich bin im Kreis gelaufen. Aber trotzdem, schauen wir mal. Ja, das sieht doch schon mal extrem aus. Das muss wehtun. Au. Ja, nette Sachen. Und wie viel Geld habe ich jetzt? Das möchte ich auch einmal wissen. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Nachgesehen. Schlecht. Ich konnte nichts machen. Sehr schlecht sogar. Ah,
Ach ja, das Upgrade. Wie sieht es überhaupt aus? So sieht es aus. Oh, nice. Es leuchtet schön. Das ist nämlich der Ice Core. Also, es ist Eisschaden, was ich hier mache mit dem Angriff. Sehr schön. Should have never gone against me. Ja, das stimmt definitiv. Aber schauen wir mal, wie viel haben wir. 460.000. Leute, wer noch Geldprobleme hier hat, tut mir leid. Ehrlich, ihr seid im falschen Spiel. Ach, noch einmal. Ja, ist egal. Jetzt macht's wenigstens Fun. Und ihr werdet mich nicht sehen, wie ich Bonus-Episoden drehe. Außer von einem speziellen Ort, wo ich aber erst später hinkomme. Noch im selben Chapter, ja Leute, noch im selben Chapter, wenn ich mich nicht verlesen habe. Und zwar im Twilight Palace, wo ich noch keine einzige Mission abgeschlossen habe. Aber da ich so oder so alle möglichen Missionen schon abgeschlossen habe, denke ich mal, dass sie noch irgendwann kommen muss. Und ich möchte sie in diesem Chapter nicht verpassen. Im Chapter. Chapter. Okay, wir beeilen uns hinaus. Ich habe jetzt ehrlich keine Lust mehr auf einzelne Monster. Auf keine Monster-Encounters mehr. Also da, da bist du. Gewusst, hier ist eine Fledermaus. Eine Metaflaus. Ach, ja, okay, das werde ich wohl oder übel machen müssen. Weil hier komme ich nicht vorbei. Egal. Ach, ich will einen Vanguard einfangen. Ach, und ihr habt noch gar nicht gesehen, wie lang ich in der Luft sein kann. 13 Kombos. Also im Grunde könnte ich auch so jetzt angreifen. Also ich habe ehrlich nichts dagegen, wenn ich das machen muss. Ah, Drache, du bist im Weg. Na, ihr seht, was für ein Angriffsschaden ich mache. Ach, hauen wir mal drauf. Das wird schon schief gehen. Ach, nochmal. Das wird schon alles funktionieren. Okay, aber eine Sache, die ich noch anmerken möchte. Ihr habt bemerkt, Leute sind jetzt bei uns, aber ihr habt doch bemerkt, dass er nicht in der Gruppe anwesend ist. Das heißt, irgendwas stimmt hier noch nicht, meiner Meinung nach. Ich habe es schon am Anfang komisch gefunden, dass auf einmal Lloyd nicht sagt auf die Frage, wirst du mitmachen dabei, Lloyd? Und dass Queen einfach auf schwarz geht und dann die Story weitergeht. Ich finde das eigentlich recht komisch. Denn wer sich erinnern kann, der echte Lloyd hat ja noch einen Chor bei sich gehabt. Und zwar, das war jetzt Solums Chor, da bin ich mir jetzt sicher. Nein, das war Lumens Chor, genau, das war Lumens Chor. Solums Chor ist der Erdchor, den wir erst später noch bekommen werden. Richtig erraten im Erdtempel. Ja. Gut, das heißt, wir haben es bis hinaus geschafft. Yay. Hoffentlich schaffe ich es noch, ohne ein Monster zu encountern. Ja, perfekt. Und es folgt noch eine Cutscene. Kann ich mich alles noch genau erinnern. Also, Lloyd ist jetzt gut und wird uns jetzt einfach mal so den Chor geben, denke ich mal. Lloyd. I'm sorry for the way I acted. It's nothing you should feel bad about. I had no intention of explaining myself from the beginning. Lloyd, why won't you tell us anything? Won't you talk to us? There is only one way we can remove Ratatosk's core from Marta. We have to hatch all of the cores and wake up Ratatosk himself. Why are you after the cores? Maybe we can all work together. Then let's work together. Yay! What the? You can start by giving all of your cores to me. Okay, das ist nicht nett. This isn't about just me. If we can wake Ratatosk, all the strange weather around the world will finally stop. Maybe you didn't hear what I said.
Hand over the cores right now. Whoa. This isn't like you. Lloyd, why? Surely there's some reason you're behaving this way. Lloyd. Talk to us. There's nothing I can say for now. Lloyd! We have to go after him. It's no use. He has a Rayard. He's probably soaring through the wild blue yonder by now. Not again. And Celis isn't looking too good. Let's return to my estate for now. I'm sorry for putting you all through this. You're right, I'm sorry. I didn't even notice. Okay, let's hurry back to Meltokio. Gute Idee, wir werden uns zurückbegeben. Aber es tut mir wieder mal leid, Leute, wir müssen wieder mal abcutten. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.